Hallo zusammen, ich habe hier eine Arctic-Batterie, oder noch nicht. Neu sind auf dem Markt Arctic-Batterien, ich habe bestellt, leider noch nicht bekommen. Was ich jetzt aber, Anfang September habe ich das bestellt und jetzt bekommen nach 7 Wochen, das ist ein Nachrüstsatz für diese Batterie. Nicht ganz. Diese Batterie, ich habe mich hier im Handy eingeloggt, hier kann ich unter Benutzer gehen. Und wir sehen das, oder nicht, doch hier Herstellungsdatum ist 7.2019. Und wenn ich dann hier rüber gehe, diese Batterie hat bereits 4 Zyklen. Da habe ich jetzt ein paar Tests gemacht, bei YouTube reingestellt oder sonst getestet. Also die Batterie könnt ihr günstiger werben. Da habe ich einen Link unten und dann ganz unten auf der Seite habe ich diese YouTube-Batterien. Das sind Vorführbatterien, die ich ein bisschen günstiger auch hergebe. Nach Liontron sind alle Batterien, die neuer sind, möglich, diese Heizmatte hier nachzubauen. Also in dieser Batterie, wenn ihr auch dann das App anschaut, ich mir das App neu starte, hier habe ich, das ist bei mir das Problem, da kommen immer viele Batterien, das ist diese BL04. Sobald ich eine BL04 habe, ist das eine alte Batterie und das hier oben ist eine neue Batterie. Also das heißt, wenn ich diese Batterie anwähle, und dann noch aktualisiere. Ja, uns geht nicht. Das ist der Knick der Technik. Ja, jetzt ging's. Die hat jetzt 1 Zyklen, die ist neu. Und wenn ich dann da unten gehe auf Benutzer, sehe ich das Herstellungsdatum ist 6.2020. Ah, das ist nicht die Batterie, die mache ich jetzt weg. Sondern das ist die Batterie hier. Und wir sehen auch an der Seriennummer hier auf dem Karton, das ist keine Buchstaben mehr, sondern das ist direkt eine Zahl 0620. Das ist das Herstellungsdatum der Batterie. Also das heißt dann, wenn sie vom Chinesen zusammengeschustert wird, ich packe die Batterie aus, die ist niedelnagelneu. Neu. Habe ich schon andere Videos gemacht, die Batterien sind gut verpackt. Dann habe ich hier eine kleine Anleitung. Dann habe ich hier noch ein Schreiben, die Deklaration auf Herstellung, bla bla. Ja, das ist hier die 100 Ah Batterie, also niegelnagelneu, ich schneide die hier auf, die Folie nehmen wir auch noch weg. Und diese Batterien, die neu sind, ab Sommer 2020, müssten nachrüstbar sein mit der Heizmatte. Ihr wisst, ich habe hier... Hier sind noch 2 so Silica-Shell-Beutel, da gehört zur Verpackung. Hier habe ich diesen Sicherheitskleber drauf. Wenn ich diesen zerstöre, oder ich schneide ihn da hier in der Mitte durch, dann ist die Garantie von der Batterie weg. Schauen wir, was Liontron dann so sagt. Ich habe hier... Wir schrauben die Batterie hier auf. Das ist der große Vorteil. Ihr wisst, meine eigenen Batterien, da mache ich euch einen Link hier oben dann von den eigenen Batterien. Die kann man nicht aufschrauben. Ja, geht jetzt einen Moment, bis ich das Teil offen habe.
die Schrauben hier raus. Also hier kann ich an sich, wenn ich konzessioniert bin dazu, diese Batterien nachrüsten. Wir drehen die um und jetzt kann ich hier diese Batterie aufmachen. Ja, wir sehen da unten rein, also die Batterie hat trotzdem sein Gewicht. Wir sehen, das Bluetooth ist aktiv. Wir haben hier die Balancer. Wir haben hier die Batterien drin und hier die Bänder zu den Kontakten. Und hier oben haben wir diese Stecker. Und jetzt ist die Frage, welcher das von denen ist. Ich probiere das Teil mal auf den Kopf zu stellen. Theoretisch müsste dann da nichts passieren. Ich nehme jetzt die ganze Batterie auseinander. Also das ist ja der große Vorteil der Liontron-Batterien. Ich muss die Platten, die Heizmatten rausnehmen. Also das heißt, ich habe hier den ganzen Batterieblock zur Verfügung. Ich kann den jetzt wieder reinstellen. Ja, mit ein bisschen Gewalt geht das. Hört sich grob an. Und hier in diesen Zwischenspalt, die Matte ist dafür gebaut, kann ich diese Heizmatte reinschieben. Ja, oder ablegen geht am besten. Heizmatte rein, dann auf der hinteren Seite gibt es die Möglichkeit der zweiten Heizmatte, aber wie ihr mich kennt, es bräuchte nur eine und das sehen wir dann, das ist so ein Ölpapier, ich drehe dann jetzt hier um, das Ölpapier hinten wieder rein, da hat ein Chinese irgendwas in Gartenzaunschrift draufgeschrieben. Eben diese Stecker hier einstecken auf H1. Die neuen Batterien müssten das haben. Und die Heizung, ja, eigentlich versenken. Und das war alles. Ich kann das jetzt hier noch fixieren, vielleicht mit dem Kabelbinder, ist aber an sich nicht nötig. Die Batterie wieder zumachen. Also kinderleicht. So habe ich das Kabel verstecken. Mit den Metallbändern nicht so einfach wie eine 80 Ampere. Und ich kann die Batterie jetzt hier wieder zuschrauben. Jetzt habe ich sie verkehrt reingemacht. Was wir machen, ist hier jetzt ein Kleber von uns drauf, dass diese Batterie nachgerüstet wurde, die Batterie zuschrauben. Was ich jetzt machen werde, ist diese Batterie natürlich testen. Geht die bei minus 30 Grad? Geht die nicht bei minus 30 Grad? Kann ich bei minus 30 Grad Strom rausziehen? Dafür mache ich euch dann hier nachfolgenden Video. Das soll es gewesen sein, wenn ihr noch mehr Videos über Batterien wollt, gebt ihr mir hier wieder mal ein Abo dazu, dann werdet ihr informiert und ein Like für oben, finde ich gut. Ich wünsche euch einen schönen Tag.